Hallo zur Ausgabe Nummer 43, zur Episode Nummer 43 von defi.jetzt Podcast. Heute mit dem Kryptorückblick über Dezember 2021 und Januar 2022. Und wir haben als Gast den Dennis Koreiter. Hallo Dennis. Hallo, hallo. Und Ralf und Mario sind auch wieder mit an Bord. Hallo ihr zwei. Ja. Hi. Ja. Hallo Thor, hallo Ralf, hallo Dennis. Genau, ich bin Thor Alexander, für die, die uns hören. Die Gespräche, die wir in den letzten zwei Monaten hatten, waren, eine war dezentrale Kommunikations, da fehlt irgendwas. Strategien. Strategien, genau, via Hive. Hive ist ein Fork von Steam. Und da hatten wir uns den Christoph Philipp Thomas aus Wien eingeladen. Dann hatten wir über die Luxor-Blockchain Felix Hildebrand gesprochen. Auch eine sehr interessante Geschichte bezüglich NFTs und auch digitalen Identitäten. Die dritte Episode ging über Hardware-Wallets mit Shift Crypto. Und da hatten wir uns den Roland Stadler aus Zürich eingeladen. Und dieses wurde Ende Januar veröffentlicht. Kommen wir zum nächsten, zu Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Wer will anfangen von euch dreien? Fange ich erst mal an. Also zwei Monate sind ja lang. Das ist ungefähr in Normalzeit ungefähr ein Jahr. Also zwei Monate in Krypto. Es war schwierig, sich jetzt noch an Sachen zu erinnern. Ich musste auch in meiner Timeline zurückgehen und habe da gesehen, Anfang Dezember war es ja, hat WhatsApp bekannt gegeben, also Meta, die Mutterfirma von WhatsApp, hat bekannt gegeben, dass sie Kryptoüberweisungen implementieren wollen. Und die haben das irgendwie auch schon testweise mit einer Wallet-Anwendung probiert. Mal gucken, wann das weitergeht. Aber da sagte der Ralf dann, Ralf, was gibt's da bei Signal zu vermelden? Ja. Signal hat ja in ihrem Beta-Modus schon lange Kryptoüberweisungen ausprobiert und ist jetzt für alle scharf geschalten. Signal hat ja auch einen eigenen Coin, also eine Kryptowährung, Mobile Coin, und das ist jetzt aktiviert. Und man kann, wenn man den Mobile Coins besitzt, sich weltweit Geld überweisen. Der Vorteil bei Signal ist, dass es ja wirklich end-to-end verschlüsselt ist, weil es auch keine zentralen Instanzen gibt. Und bei WhatsApp ist das ja alles anders. Da gibt es zentrale Server. Und wir wissen auch, dass dort Schnittstellen implementiert sind, wo irgendjemand mal, wenn er will, ein paar Daten abschnorcheln kann. Und der irgendjemand, das sind immer die mit den drei großen Buchstaben aus den USA. Und bei Signal ist das nicht der Fall. Bis jetzt definitiv nicht der Fall, weil das ähnlich wie so eine dezentrale Identität funktioniert, wo jeder nur seine eigene Identität ist oder seine eigene Root-PKI. Das ist interessant. Und bei Signal ist es auch so, es gehört ja keinem so richtig, ne? Also auch ein bisschen dezentral ist ganz organisiert. Schauen wir mal. Währenddessen, ich denke, WhatsApp ist komplett zentral. Die haben ja auch mit ihrem Wallet schon lange eine Zulassung. Die Währung selber ist diese sozusagen an einen Stablecoin binden wollen noch nicht zugelassen. Aber wenn das mal werden sollte, dann wird natürlich WhatsApp in vielen Ländern immer das Geld dominieren oder den Geldbegriff neu definieren, weil die haben jetzt über 2,8 oder 2,9 Milliarden Nutzer. Da sind viele Unbanked dabei. Und wenn sie denen dann sozusagen über den Datenverkauf auch noch ein Goodie geben, ein Goodie ähnlich wie El Salvador, das mit $30 gemacht hat, für jeden Bürger, der das Chovy Wallet nutzt. Für den Facebook ist das möglich, dass er an jedem nur mal $30 ausreichen. Sind dann 2,9 Milliarden mal $30 oder $15 in Entwicklungsländern ist das viel wert. Ja, müssen wir schauen, wie das wird. Interessant, weil ich habe jetzt von dieser Signalgeschichte, ich nutze ja selber auch Signal, coole App auf jeden Fall. Also alle Zuschauer, die Signal noch nicht haben, ladet euch das mal auf dem Handy runter, ist auf jeden Fall cool. Ist mir komplett entgangen zum Beispiel, dass diese Möglichkeit jetzt bei Signal besteht mit dem Mobile Coin, habe ich gar nicht irgendwie von gehört. Ist gerade wirklich das erste Mal. Ich habe gerade reingeguckt und es ist natürlich noch die Beta-Version von diesem Mobile Coin.
Und ja. Finde ich gerade extrem spannend, dass diese Möglichkeit besteht, weil wir alle kennen das ja von Telegram. Telegram hat das versucht, hat dann direkt einen vor den Bug bekommen von, ich glaube, die SEC war es, ne, hat ihn das quasi verboten, wobei dieser Coin, dieser Toncoin ja noch weiterentwickelt wird. Zwar nicht von Telegram, aber von irgendwelchen Developers. Ich weiß nicht, wie weit es da ist, aber das ist natürlich extrem spannend hier, weil man hier unter Umständen jetzt Krypto ganz easy, ganz schnell, wahrscheinlich ohne große Gebühren, mit hunderten Millionen oder Milliarden von Menschen hin und her senden kann, sehe ich auf jeden Fall Riesenchancen. Bei WhatsApp bin ich eher ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das Facebook-Projekt oder Meta, wie sie jetzt heißen, dieser Coin, den sie gemacht haben, Diem, der steht irgendwie auch so vorm Aus, habe ich gelesen. Also auch da scheint es aus regulatorischer Sicht auch Probleme zu gehen. Aber ich kann das ja nachvollziehen. Ja? Stell dir mal vor, du bist ein Staat, ein kleiner Staat mit 80 Millionen Einwohnern. Und da kommt eine private Firma hin und sagt, hier, 3 Milliarden Nutzer, wir finden jetzt unsere eigene Währung. Ob das denen nicht zu viel Macht geht, ob das überhaupt so machbar ist über eine zentrale Firma, ja, das wage ich im Moment eher noch zu bezweifeln. Aber Signal, sehr cool. Da werde ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen reinlesen und das mal Ganze mal ein bisschen testen. Extrem spannende News, voll an mir vorbeigegangen. Ja, du solltest eben mal die richtigen Kryptokanäle öfters mal besuchen, so wie uns, Dennis. Ja, ich bin ja jetzt da, ne? Ich bin ja da, ich höre zu. Damit im Zusammenhang, dass Signal jetzt da die Kryptowährung erlaubt und auch wenn es besser ist, jeder kann es nutzen. Der Vorsitzende von Signal, Vorsitzende oder derjenige, der bisher die Entwicklung leitet, der ist ja bewusst zurückgetreten in der vergangenen oder vorvergangenen Woche, wo das scharf geschalten worden ist, auch wenn es immer noch als Beta deklariert ist. Genau aus dem Grunde, weil er sich nicht angreifbar machen will, ähnlich wie Satoshi Nakamoto eben bei Bitcoin nicht auffindbar ist. Dieser Mensch ist noch auffindbar, aber er ist bewusst step down. Und mal sehen, wie die ganze Sache jetzt weitergeht, auch vor der SEC. Aber ergänzend hinzufügen, dass Signal mit Geld von amerikanischen Drei-Buchstabendiensten mitentwickelt wurde. Also was das dann wieder für negative Konsequenzen hat, bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig sicher. Ich habe jetzt gerade auch gesehen, Mobilecoin ist ja noch nicht so wirklich groß wirklich. Also klar, Market Cap von 334 Millionen, aber das Handelsvolumen, das ist, ja, bei Bitfinex sind sie, bei FTX sind sie, ist ja noch relativ überschaubar, ne? So mit 200.000 Dollar. Also noch sehr, sehr frisch. Seit wann ist denn diese Option da? Ja, ich denke, die ersten Beta-User 3 Monate und jetzt offiziell für jeden nutzbar, ja. Und ich werde es auf jeden Fall mal austesten, ich werde mal bei Bitfinex oder wo man es holen kann, mal ein paar Coins da holen und das mal testen. Sehr, sehr cool. Wo seht ihr das? Ich bin da anscheinend noch nicht Beta-Tester hier. Ich muss mich da noch freischalten. Ne? Ja, genau. Ne, habe ich dann auch gemacht. Einfach mal aktivieren. Okay. Zahlungen Beta aktivieren und dann ist man drin. Na gut. Gut. Wird ausprobiert. Datenschutzfokussierte digitale Währung. Okay. Na gut. Klingt gut. Werden wir uns dann mal gegenseitig Geld schicken? Das macht ja, das ist ja dann sozusagen der Mainstream ist endlich da für Krypto. Wie sind denn so die Zahlen bei Signal? Also Telegram ist ja mittlerweile extrem verbreitet. Wir und vor allem auch extrem verboten bald. Ja, die Deutschen, die möchten da wieder vorpreschen. Das ist halt mal wieder so. Signal, also ich kenne viele Menschen, die Signal nutzen, aber wenn ich jetzt meine Signal-Kontaktliste durchscrolle, ist das kein Vergleich zu dem, was bei Telegram los ist. Also es ist noch eher bescheiden, so was die Marktdurchdringung angeht. Da muss erst mal wieder WhatsApp ausfallen, damit die Leute wieder ein bisschen drüber wechseln. Ja. Ne? Ja, ich glaube auch. Es wären mehr, aber es ist, wie du es schon sagst, die meisten Leute erreicht man halt trotzdem immer noch bei WhatsApp, weil es halt am einfachsten ist. Gibt es denn bei Signal irgendwo, weiß das einer von euch, irgendwelche länderspezifischen Sperren? Zum Beispiel in Dubai funktioniert WhatsApp mehr schlecht als recht. Ja, und Telegram auch recht schlecht. Ich wollte mit Telegram dem Sergei auch, reden, ja, genau. Also wir haben da keine Telegram-Verbindung hingekriegt. Ne? Telegram, der Sitz von Telegram ist Dubai. Echt? Okay. Aber die Server haben sie in Amsterdam stehen, Ralf, habe ich gehört. Die sitzen, nein, die sind verteilt, musst du mal richtig lesen. Gut.
Die sind in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen. Das ist die Firmenzentrale von Telegram. Pavel Durov sitzt dort und macht da immer... Genau, der Durov, der ist in Dubai, den sieht man immer wieder von der schönen Skyline. Genau. Aber Thor hat natürlich recht, in Dubai, Telegram, die meisten, die dort irgendwie so über Messenger telefonieren, die nutzen Bo-Team. Kannte ich vorher auch nicht, aber in Dubai scheint das sehr verbreitet zu sein, weil Telegram und WhatsApp halt ja, nicht so besonders gut funktionieren. Gut, machen wir weiter. Da ist irgendwas mit den Bogdanovs passiert. Was sind denn das für Kerle? Kennt er nicht, die Bogdanov? Dennis, du kennst doch bestimmt die Bogdanovs, also oder? Ich kenne natürlich die Bogdanov-Zwillinge, die Memes, die haben ja diesen komplett operiertes Gesicht. Also die sehen wirklich aus wie ein Meme. Also das ist schon heftig. Ich weiß nicht, wie viele Operationen die Jungs sich unterzogen haben. Aber vielleicht kennt ihr das Video ja auch, ja? He's dumping, sell it. Ja, genau. Und dann diese Animation. Da sind schon ein paar echt lustige Memes im Umlauf. Ja, die hat es jetzt nun mal dahin gerafft. Ziemlich zeitgleich irgendwie, ne? Ja, glaube ich, innerhalb einer Woche hat es beide erwischt. Das waren also die Bogdanovs, das waren französische Schauspieler, die in Science-Fiction-Sachen mitgespielt haben, glaube ich, und die haben sich das Gesicht kaputt gebotoxt. Aber jetzt daran sind sie jetzt nicht gestorben, aber die Memes sind jetzt sozusagen auch Geschichte um sie. Vielleicht vertragen sich ja die mRNA-Impfstoffe nicht mit Botox, wenn man zu viel davon nimmt. Ne? Das muss erst noch erforscht werden. Das muss noch erforscht werden, ganz genau. Ja, aber, ich hatte, als ich das gelesen habe, den Bogdanovs, dachte ich erst, ihr meint die russische Zarenfamilie. Hießen die auch Bogdanov? Die hießen anders. Aha. Romanov hießen die. Ich glaube, der Thor hat dieses Mal recht. Ja, ich habe die Beerdigungsstätte, die Beerdigungskirche habe ich in Jekaterinburg besucht. Blutkirche heißt die auch. Aber da sind wir auch wieder Russland. Nachbarland ist Kasachstan. Und da geisterte ja Anfang des Monats die Meldung rum, dass das Internet abgeschaltet werden soll oder zumindest begrenzt nutzbar sein soll in Kasachstan. Und da denkt man natürlich auch mal gleich, huch, das gibt es ja auch vielleicht ein paar Miner. Und wenn man dann aber nach der Hashrate guckt, dann sieht man plötzlich, dass die da überhaupt nicht fällt, sondern später sogar noch so ein All-Time-High, also All-Time-High, also einen bisherigen Höchststand erklommen hat. Es ist interessant, weil bis wir hier gestartet sind, stand da eigentlich noch in den News, die Hashrate ist gefallen. Da bin ich nämlich auf die ganzen Überschriften der Nachrichtenformate reingefallen. Und Thor hat dann nochmal nachgeschaut und hat im Graph gezeigt, da gab es gar keine Probleme, weil es ja hieß, dass viele chinesische Miner den nächsten Schritt nach Kasachstan gemacht haben und dort dann halt ohne Internet. Aber gut. Das Land mit der höchsten Hashrate oder dort, wo die meiste Hashrate jetzt prozentual versammelt ist, ist die USA. Mhm. Und wir haben seit letzter Woche eilen wir eigentlich von einem Hashratenhoch von Bitcoin zum nächsten. Das ist ja auch ganz interessant. Der nächste Punkt hier auf der Folie, ja, da geht es da ein bisschen auch um Russland. Ja. Was das auch das Mining vielleicht interessant macht. Ihr alle kennt ja Max Kaiser, den Mega-Krypto-Bullen. Er sagt ja, dass im Endeffekt ist es unausweichlich, dass Länder früher oder später in das Bitcoin-Mining einsteigen und wirklich hier da so einen Krypto-Bitcoin-Mining-Krieg starten, also Krieg in Anführungsstrichen, ja, um halt hier die letzten verbleibenden Bitcoins zu minen, denn es sind nicht mehr so viele, ja, das hört sich vielleicht jetzt irgendwie noch an, dass es viele sind, aber wir sind ja jetzt bei, wo stehen wir bei 6,25 BTC pro Block, 2024 sind es nur noch 3,1, 2028 1,5, und dann 32 sind wir schon bei 0,78, also unter einem Bitcoin pro Block. Ja, und das ist schon in 10 Jahren gerade mal so weit, dass wir da hingehen. Also ich denke auch, dass wir da in den nächsten Jahren vielleicht so eine Art Wettrennen der Staaten sehen werden. El Salvador hat da den Anfang gemacht. Ne? Da geht es jetzt los so langsam. Ja, Costa Rica hat ja auch einen Kandidaten, der auch in die Fußstapfen treten will. Und da gibt es bestimmt noch ein paar andere Länder. Türkei hat es letztens auch, glaube ich. Da war doch der Präsident, der Najib Bukele, war doch in der Türkei. Und kurz danach kam die Meldung, dass auch die Türkei sich mit Kryptowährungen beschäftigen möchte. Wer weiß, worum es bei dem Besuch ging von ihm. Ja.
Klar, also offiziell natürlich nicht um Bitcoin und Krypto, aber natürlich. aber die Türken sind sehr kryptoaffin. Ne? Also sehr, sehr viele Menschen in der Türkei halten Krypto, weil sie der Lira einfach nicht vertrauen. Der Erdogan sagt ja auch immer wieder, ja, kauft die Lira, haltet nicht Dollar, kauft Lira, um die Lira zu stärken. Scheint wohl nicht so gut zu funktionieren. Und letztendlich, wenn wir so einen Bitcoin-Standard irgendwann mal haben, wo die ganze Welt quasi so eine Weltreserve-Währung hat als Grundlage, dann kann man darauf, glaube ich, ganz gut aufbauen. Es scheint wirklich unausweichlich zu sein, gerade auch so im Hinblick, was hier so, ich sag mal, weltpolitisch gerade passiert, so Thema Great Reset. Ja, da gibt es ja auch viele Theorien und Ideen, die vielleicht nicht immer so optimal sind. Und da glaube ich, ist Krypto und gerade Bitcoin als ehrliches Netzwerk einfach eins der stärksten Gegengewichte dafür, dass wir hier ja eine positive Zukunft kommen können, wo wir nicht an der Titte der Zentralbankwährung hängen, ja? Ja, so sieht's aus. Apropos hier Bitcoin-Standard, da war ja letztens auch der Bitcoin-Standard ist ja in der zweiten Auflage erschienen von dem Herrn Amus. Da ist ja jetzt das Vorwort von Michael Saylor drin. In der ersten Auflage hatte der Professor Nassim Taleb das Vorwort geschrieben. Und der hat ja jetzt letzte Woche gesagt, Bitcoin sei etwas für Trottel und eine Krankheit. Habt ihr das gehört? Ja, das sagen immer wieder ein paar Leute, aber ich habe es nicht gehört. Ja, ich finde es einen interessanten Umschwung von Vorwort für Bitcoin-Standard schreiben zu jetzt, also es ist ja ein kompletter 180 sozusagen. Ich habe es gelesen, vielleicht wurde er bedroht, wir wissen nicht von wem, aber ich denke, das geht so weiter. Ja, dass der ein oder andere mal abfällt und im Hintergrund dann, wenn es mal fällt, so wie es jetzt in den letzten Wochen war, dann was kauft, schauen wir mal. Aber wir haben noch ein paar ernste Themen. Die zentralen Börsen und vor allen Dingen auch die DeFi-Angebote. Ja, da gab es einige Hacks. Ne? Und trotzdem, das wundert mich, ehrlich gesagt, es auch gerade bei DeFi-Angeboten Hacks gab und ziemlich viel Mittel abgeflossen sind. Der DeFi-Markt von der Höhe her ist gleich geblieben, ist fast nicht zurückgegangen. Im Gegensatz zu dem Abfall der, einzelnen Währungen. Wenn man auf defilama.io guckt, sieht man, da ist prozentual kaum was runtergefallen. Das hat mich erstaunt. Aber wie gesagt, wir sind ja im Trend defi.jetzt, so heißt unser Podcast. Wir wissen ja, wo es lang geht und wo die Zukunft sitzt. Ne? Ja, aber Ralf, das Geld ist ja nicht weg, das hat bloß eine andere. Also deswegen kann der Markt ja nicht runtergehen. Das hast du wohl jetzt alles, Thor. So bist du. Aber wir haben eine Nachricht übersprungen. Die russische Zentralbank ruft zum Verbot von Krypto aus. Und der Präsident, der sieht das halt anders. Ja, Putin hat ja schon öfters mal bewiesen, dass er ein bisschen Weitblick hat. Mal gucken, was sich da dann rausentwickelt. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, im Kryptomining haben die Russen den Amerikanern einiges voraus. Einige Vorteile hätten sie. Würde ich zustimmen, ne? Grundsätzlich. Ja, klar, das stimmt schon. Ja, die bauen sich ihr eigenes Internet jetzt und dann machen sie auch noch ihr eigenes Kryptomining. Ne? Ja, und aber da sind wir natürlich, da sind wir natürlich noch an so einem Thema drin. Ich glaube, viele von diesen Leuten haben das wahrscheinlich noch nicht ganz geblickt, dass so Insellösungen oder Länderlösungen oder sich so abkoppeln von sowas nicht wirklich funktioniert. Das ist ja, Bitcoin ist eine globale Geschichte für alle gleich. Und klar, einige Länder haben Vorteile davon. Ich hatte irgendwo gelesen, dass da wollten sie ein Atomkraftwerk nur fürs Bitcoin-Mining bauen und so weiter. Also es gibt da schon ein paar wilde Auswüchse. Aber letztendlich ist es für viele einfach, Länder jetzt noch ganz am Anfang. Wir sehen ja jetzt auch immer wieder neue Chips. Ich weiß nicht, wer war es? Intel, die einen neuen Chip entwickelt haben, der noch schneller ist, noch weniger Energie verbraucht und so weiter und so fort. Also auch auf dem Bereich gibt es sehr, sehr viele Entwicklungen. Also ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, bis da passiert. Wobei ich immer noch eine Frage im Hinterkopf habe, was das Bitcoin-Mining angeht, aber die klären wir ein andermal. Jetzt bin ich auch gespannt. Da freue ich mich drauf. Ich fand es nur noch mal zu dem Hack zurück. Ich fand es interessant. Da war unter anderem, wie gesagt, Ascendex war dabei und auch Crypto.com. Crypto.com ist eigentlich eine ziemlich große Börse. Die ist sehr bekannt. Die macht viel Werbung.
Die hat, glaube ich, einige Sportteams unter sich. Matt Damon hat sich letztens die haben ein ganzes Stadion, die haben ein ganzes Stadion gekauft. Ein ganzes Stadion haben sie auch mittlerweile. Die haben sich lange hingestellt und haben gesagt, nein, da ist nichts passiert, bis ihnen dann die Leute nachgewiesen haben, nein, doch, von euren Wallets sind insgesamt Token im Wert von 30 Millionen Dollar abgeflossen. Mhm. Und da sieht man halt immer wieder, Leute, not your keys, not your coins, also nicht eure, also das kommt auch nochmal im Gespräch, was man dann mit Shift Crypto, mit dem Roland geführt hatten, sichert euch eure Coins weg von den zentralen Börsen, kann man immer nur wieder sagen. Aber ich sag mal so, man hat da natürlich jetzt mitbekommen, ein großer Hack, 30 Millionen, hat das, ich weiß nicht, ob das wirklich dem wehgetan hat, jetzt, ja, das schien irgendwie so ein bisschen, klar, ist halt ein bisschen was gehackt worden. Aber hier mal 30 Millionen, da mal 30 Millionen, klar. Das läppert sich. Aber ne? es ist natürlich eine zweigeteilte Geschichte. Auf der einen Seite bist du da bei einer Firma, die versichert ist, klar, not your keys, not your coins, aber wir müssen natürlich auch mal ehrlich sein, DeFi ist natürlich für mich absolut die Zukunft, aber auch im DeFi werden Leute immer wieder gehackt aus Unwissenheit, aus vielen anderen Gründen, ja, aus Phishing-Attacken und sonstigen Sachen, wo Leute einfach ihr Geld verlieren und sich an niemanden mehr wenden können. Hier, wenn eine Firma dahinter steht, ja, man hat so das Gefühl, man kann da jemanden erreichen, man kriegt meistens seine Gelder wieder. Und da haben wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und Entwicklung vor uns, um die Leute halt in eine Position zu bringen, zu erkennen, was ist denn richtig oder was nicht. Ich habe letztens einen Fall gesehen, da war ein DeFi-Protokoll mit irgendeinem Smart Contract. Und die Leute, die lesen sich ja nicht durch. Wenn die dann Pop-up haben bei MetaMask oder wo auch immer, klicken dann auf Akzeptieren. Die verstehen ja oft nicht und lesen da nicht, was dann da irgendwie für Berechtigungen rausgegeben werden. Und dann stellte sich heraus, dass man sich beim Connecten mit dem Wallet, dann kamen drei Pop-ups und eines dieser Pop-ups war eine Berechtigung, alle USD Tether zu spenden. Die Leute haben diese Berechtigung gegeben und irgendwann, Monate später, haben sich gewundert, warum ihre Wallets leer sind. Und auch solche Sachen, ne, da ist natürlich, da ist dann jeder selber für verantwortlich, aber auch da es ist für viele halt noch sehr, sehr weit entfernt, sowas, ne? Zu sagen, okay, wo gibt es mehr Hacks? Ja? Wo ist das Risiko größer? Ich würde heute auch nicht mehr MetaMask empfehlen, sondern Revit. Revit ist einfach mehr fair und ist ja auch ein MetaMask-Fork, aber da haben wir auch etwas zu unserem, in unserem Podcast, genau, mit Shift Crypto. Die haben ja auch Rabbi angebunden und das kann man empfehlen. Dann aber also nochmal, jetzt hat Crypto.com ist noch online. Ich weiß jetzt noch, ich laufe immer noch meinem Geld von Cryptopia hinterher aus 2017. Da können wir die Crypto.com-Kunden können von Glück sprechen, dass es nur 30 Millionen waren und nicht alles Krypto, weil dann ist die Börse zu und dann kann man gucken, wo man das Geld daher holt. Ne? Also Cryptopia, da sind so viele Millionen verschwunden, die Börse ist danach insolvent gegangen. Und die haben heute noch nicht alles zurückgegeben. Die sind immer noch dabei. Das ist ein riesiger Bohai. Aber das scheint ja, Mario, dass das Geld dort schneller ist als du, weil du läufst dem hinterher. Ne? So ist es. Ist halt auch ein langer Weg bis Neuseeland. Ne? Das ist das eigentliche Problem. Okay, nächste Seite. Also passt auf euer Geld auf. Krypto ist voller Scams, voller Scammer, voller Betrüger und vor allen Dingen Hacker. Ja, Obacht geben. Wie gesagt, in den letzten Wochen haben wir schon auch ein bisschen was erlebt, 2-3 Wochen. Auf einmal stürzte da mal was um 7-8%, Bitcoin allen voran. Hat natürlich dann die Altcoins mitgezogen oder manche sagen auch Shitcoins zu dem, was nicht Bitcoin ist. Und man dachte, okay, jetzt ist schon das Tal erreicht, aber dann gab es nochmal einen 7-8%igen Absturz. Und die Frage ist, sind wir jetzt schon dort am Grund angekommen oder nicht? Thor, was meinst du denn? Ich sehe das relativ entspannt. Von mir aus kann es ein bisschen runtergehen. Dann kaufe ich halt günstiger nach. Muss das positiv sehen. Ich sehe es halt so, dass Bitcoin und die Kryptos holen halt Schwung für den nächsten Aufstieg. Und da muss man halt ein bisschen wie bei der Achterbahn, geht es nach unten und dann geht es halt wieder höher. Du kannst immer leicht reden. Du hast ja deine eigene Chain, genannt Tor-Chain. Ne? Ja, die schwächelt aber auch gerade. Und ich habe mal hier die Performance aufgeschrieben, die Jahresperformance, also unmittelbar vor Aufzeichnung des Podcasts heute, habe ich bei TradingView geguckt und
Bitcoin hat in den letzten 12 Monaten 18,8% plus gemacht, Ethereum knapp 60% und Gold hat minus 1,4% minus gemacht. Da rotiert Peter Schiff vor Wut vor sich hin, dass sein Sohn ihn wieder outperformt hat letztes Jahr. Ja, oder kennt ihr Peter Schiff? Nee, klar, ist das? Klar. Ja. Jedes Mal, wenn Peter Schiff, jedes Mal, wenn er twittert, dass Bitcoin jetzt quasi am Ende ist, ist es ein guter Punkt, Bitcoin zu kaufen, weil immer seine Tweets ein guter Indikator sind, wenn es wieder nach oben geht. Peter Schiff, das ist so ein alter Goldbug, der schiebt ganz schön viel Hass gegen Bitcoin und ist in Gold verliebt. Ja. Und er kommt einfach nicht vom Boden weg mit seinem Gold. Und sein Sohnemann ist aber ganz tief in Bitcoin. Das ist das Witzige. Ja. Absolut, das ist ein guter Gegensatz. Ich glaube aber, dass Peter Schiff da diese Aufmerksamkeit aus der Bitcoin-Szene einfach gerne hat, gerne nutzt und es ihm und seiner Goldfirma wahrscheinlich auch viele, viele Millionen und Käufe gebracht hat, einfach weil, ich sag mal, wenn du viel Geld in Krypto machst, klar, warum nicht, kannst du mal was in Gold reinstecken. Und ich glaube, seine Firma hat sogar Bitcoin akzeptiert, um Gold zu kaufen. Da ist bestimmt ein bisschen Geld reingeflossen. Natürlich hat er die Bitcoin nicht gehalten, sondern konvertiert. Aber er profitiert natürlich von dem Ruf, von der Reichweite, die Bitcoiner ihm geben. Und es ist immer wieder entertaining, ihn auch zu sehen dann. Ne? Das stimmt. Also ich habe dann erstmal keine Neuigkeiten mehr. Es ist nur heute hat sich noch was ergeben. Da gibt es große Projekte. Ich hatte hier mal von dem Spell-Token erzählt. Da hat sich heute gerade wieder was ergeben. Kennt ihr die Quadriga, die kanadische Börse, die vor 3 Jahren... Wo der Typ angeblich gestorben ist in Indien? Genau. Der Michael Cotton in Indien verstorben und Millionen Investorengelder weg. Und der hatte auch einen Co-Founder. Und der heißt Michael Patron. Und das ist auch ein lange bekannter Scammer. Und heute hat sich herausgestellt, dass der auch einen neuen Job gefunden hat. Und zwar eben bei diesen, in dieses Projekt sich reingeschmuggelt hat von Spell und auch Time und auch ICE. Also Popsicle Finance, Abracadabra Money und Wonderland sind alle drei heute ganz schön stark eingebrochen, falls ihr euch mal die Charts angucken wollt, weil sich eben herausgestellt hat, dass derjenige, der den Zugriff auf mehrere hundert Millionen Treasury Funds, dass es eben ein Scammer ist. Der Sifu nennt er sich und das ist eben dieser Michael Patron. Das ist eine sich entwickelnde Sache und wir werden sehen, ob beim nächsten Monatsrückblick irgendwas von der Marktkapitalisierung von diesen drei Projekten noch übrig ist. Ob der Anführer dieser Projekte, der die sogenannte Frog Nation gegründet hat, um hier auch mal wieder ein paar Memes reinzubringen, ob er seine Glaubwürdigkeit wiedererlangen kann oder ob es das jetzt mit dem heutigen Tag dann um den Daniele Sesta dann doch geschehen ist. Es bleibt spannend sozusagen. Denn er wusste, dass es dieser weltweit bekannte Scammer ist. Ja? Wer weiß. Und er sagt eben, Menschen können sich ändern. Aber ich bin sein Track Record von diesem Herrn Patron, der zeigt, einmal Scammer, immer Scammer. Und solchen Leuten sollte man nicht glauben. Ja, doch, ich habe mal was gehört. Und zwar, da weiß ich nicht, ob das stimmt. Da gibt es doch den einen, wie heißt er denn, der hier da immer so für Bitcoin macht, der aus der Schweiz ist. Dem ist jetzt das Finanzamt auf der Spur. Auch in einem. Wie heißt er denn? Der macht sehr viele, der Surfer, der macht sehr viele, hat sehr viele Videos gemacht. Mensch, mir fällt der Name. Herr Tenex. Nee. Ja, der ist Österreicher. Ja, ist ja egal, aber der Name, wie war der Name nochmal? Fällt er dir ein? Der ist ein Blonder, ne? Ralf. Ja, der ist Arzt, der ist eigentlich Arzt, war in Singapur. Julian Hoss oder was? Julian Hoss, den ist das Finanzamt auf der Spur. Den haben sie jetzt ein bisschen am Arm. Ja, die BaFin sogar. Genau, die BaFin ist auf der Spur wegen seinem Cake-Defining da. Ja. Ist doch dasselbe. Ja, gut, aber da glaube ich, können die ja nicht viel machen. Ne? Die Firma sitzt in Singapur, er sitzt in Singapur und. Ja. Aber das war auch eine Pressemitteilung, die er rausgegeben hat. Ja, aber die BaFin ist trotzdem der Meinung. Seitdem ist er aber ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Der hat auch so eine Staking-Lösung am Laufen, wo man Yields farmen kann und da gibt man sein eigenes Geld hin und kriegt dann seinen Cake-Token. Aber das ist ja auch immer so ein Weg, das hat man ja schon in 2020 gesehen im Sommer. Das verwässert ja auch immer nur die Marktkapitalisierung dieser Projekte. Das ist ja auch immer nicht so gut, so viele Token auszuschütten. Mal schauen. Ja.
Aber guter Einwurf noch. Na gut, nee, sonst fällt mir jetzt auch nicht weiter ein. Eine Sache, die ich interessant fand heute, ist IMF, die jetzt Druck machen auf El Salvador, den Bitcoin bitte wieder als legale Währung abzuschaffen, aufgrund Finanzstabilität und so. Ne? Ja. Da kommen dann plötzlich die Schlägertruppen des Kapitals kommen dann um die Ecke und drücken dir dann so eins rein. Ne? Ja. Also ich bin mal sehr gespannt. Ne? In El Salvador jetzt, es gehen ja sehr, sehr viele hin. Der Tourismus boomt, die haben keine Corona-Bestimmungen. Die machen halt gerade aktuell sehr, sehr viel richtig, um Leute anzuziehen. Keine Steuern auf Krypto und so weiter. Das Land geht bergauf. Das ist ein Zeichen. Könnte, also zumindest zur Zeit noch, könnte das, auch wenn der Nayib Bukele, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob der das alles ernst meint, was er sagt, oder nicht doch da für seine Gang die Taschen irgendwo sich füllt und dann die mal zumacht. Aber in Summe bisher geht es jetzt dadurch bergauf. Und das zeigt, dass das, was ja diejenigen, die so ein bisschen liberal denken, also von Mises und Co., ja, Friedrich von Hayek, österreichische Schule, das zeigt ja doch, dass es sein könnte, dass das, was sie sagen, mehrheitlich stimmt. Immer dann, wenn eine Währung stabil ist, wenn es prosperiert, dass da die Wirtschaft wächst. Ja? Und nicht, wenn wir Geld drucken, wir verfallen. Also Geld drucken, das ist gut für die Wirtschaft, das ist gut. Das ist der Weg aus der Krise. Mehr drucken. Ja. Aber dann wird ja irgendwann mal das Papier teurer sein oder die Herstellung und Nutzung des Druckvorganges als der Wert. Was erzählst du für Verschwörungstheorien? Nein, das funktioniert immer. Du brauchst nur in die Vergangenheit zu gucken. Gelddrucken war immer schon die Lösung. Ja, dann sind wir alle reich. So machen wir das doch auch in Simbabwe. Da empfehle ich zurzeit Argentarius vom Gelde, beziehungsweise dieses große Buch, das ja dreistufig ist. Dort ist genau vor 100 Jahren beschrieben, was da der Bankdirektor seinem Sohne alles so geschrieben hat. Und das folgt jetzt 2021, 2022. Die Höhe der Inflation in Deutschland war 2023 im November. Und es ist alles genau 100 Jahre her. Also da denkt man, das ist ein Film. Aber schauen wir mal. Man sollte es mal lesen, kann ich nur empfehlen. Argentarius vom Gelde. Ich empfehle die Dreiband-Ausgabe. Und habe ich jetzt wohl immer das falsche Buch verschenkt? Ich habe immer nur das dünne. Dünne im Goldhammer. Du musst das dicke, wo alle drei Bände drin sind, kaufen. Ah, okay, gut. Dann. Ja, du bist wieder nicht auf dem Laufenden. Na, dann müssen mal die Leute, an die ich das verschenkt habe, alle noch zwei weitere Bücher lesen. Ganz einfach. Ja, du hast dann Reserve. Du kannst in den nächsten Jahren noch was verschenken. Optimal. Das finde ich gut. Du bist schlau. So, dann sind wir aber schon beim nächsten Thema. Danke. Apropos schlau und apropos Wert. Also wenn das Geld, sag mal, wenn das Papier mehr Wert hat als der Nennwert des Geldes, der drauf gedruckt ist, dann sollte man, glaube ich, ein bisschen zu überlegen anfangen. Aber kommen wir vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Wann ist überhaupt etwas wertvoll? Und das habe ich mir heute als zeitloses Thema ausgesucht, dass ich da mal kurz drüber rede. Wert hängt immer von der Umgebung ab. Also ein Glas Wasser in der Wüste ist logischerweise wertvoller als jetzt bei mir oder bei dir in der Küche. Und damit etwas wertvoll ist, muss es drei Eigenschaften oder drei Kriterien erfüllen. Es muss rar sein, also recht selten vorkommen. Es muss nützlich sein, also Nutzen haben. Das kann auch ein Kunstwerk sein, was mir gefällt, wenn ich es angucke. Und es benötigt eine kritische Masse an Leuten, die an das Projekt glauben, die an das Produkt glauben, die es auch nachfragen und eventuell das auch weiter verbreiten. Seht ihr das auch so? Ich denke, das ist ganz einfach in einem Satz zu sagen. Wertvoll ist das, was nachgefragt ist. Wenn ich da zurzeit an mich denke, wie oft ich nachgefragt werde, mein Gott. Das stimmt. Wir mussten heute warten, um den Zoom-Raum zu eröffnen, um das aufzunehmen. Also da war schon eine hohe Nachfrage da, Ralf. Ja. Die Fans sind vor allen Dingen in Krypto das Wichtigste mit. Also große Communities pumpen natürlich Projekte, die machen es dann wertvoll, jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne?
Richtig, na gut, ist ja bei Bitcoin auch passiert. Erst dadurch, dass es nachgefragt wurde und immer mehr von mehr Leuten genutzt wurde, hat es halt einen Preis entwickelt und der Preis ist dann immer weiter gestiegen. So, und ich habe hier mal kurz aufgeschrieben, was unbestritten heute schon als wertvoll gilt. Also Gold zum Beispiel. Gold ist rar nützlich, es ist edel, es glänzt, fasst sich gut an und peppt auf und wird aus diesen und anderen Gründen nachgefragt. Bei Diamanten ist es ähnlich. Guter Wein. Da würde ich aber sagen, sie sind nicht wirklich so rar, die Diamanten. Die werden ja, ich dachte, so was ich gehört habe, sind die Diamantenminen doch in der Hand von so zwei holländischen Brüdern? Oder sind es drei, die ja im Prinzip damit bestimmen, wie viele Diamanten geschürft werden und wie viele dann am Ende geschliffen werden? Also rar sind Diamanten nicht wirklich. Ich war mal in Stuttgart bei einer Investmesse, da wurden Leuten also als Anlageprodukt Diamanten verkauft. Und da würde ich persönlich jetzt nicht dazu raten, denn wenn die Minen sich entscheiden, mehr zu schürfen, dann kommen halt mehr Diamanten, also beziehungsweise überhaupt mehr auf den Markt zu geben, dann ist die Wertanlage plötzlich nichts mehr wert. Und dann, der Hammer war ja, es wurden ja nicht mal echte Diamanten verkauft, sondern nur Cetra-Diamanten. Also Papier, auf dem drauf. Die Sache ist halt, ein Diamant ist halt viel schwer einzuschätzen. Ja. Er hatte die drei Cs und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eher für Fachmänner was. Also. Aber stimme ich dir zu, rar, was ist rar? Wie rar ist Gold? Wie rar ist Öl? Ja, wie oft haben wir früher gehört, dass Öl geht uns aus und so weiter. Nicht wie Diamanten so rar sind, wie sie dargestellt werden, sondern dass eher gesteuert wird. Ja, und einfach natürlich bei Gold ist klar, ist schön, ne? Gold behangen in vielen Kulturen. Fühlt sich geil an. Ja. Vielleicht noch einen kurzen Einwurf. Es gibt natürlich auch Edelsteine und ich hatte mal letztens einen Vortrag gehört auf einer Investment-Fortbildung und die Edelsteine sind wesentlich wertvoller, weil ein Diamant kann ich einfach künstlich herstellen mit wenig Aufwand. Und im Diamant, Dennis, sind nicht drei Kohlenstoffatome miteinander gebunden, ich glaube sonst sogar sechs. Das ist so ein Hexagon. Und aber es kann ich künstlich herstellen. Aber um weiterzumachen, also guter Wein und guter Whisky gilt ja auch als rar und nützlich und wertvoll demzufolge. Es gibt ja auch da entsprechende Auktionen von alten Weinflaschen. Oldtimer, mit denen sieht es ähnlich aus. Sie sind auch rar und nützlich. Und bei Kunstwerken sieht es ähnlich aus. Meistens sind es ja Unikate. Frage ist, wo stehen NFTs? Ja. Und apropos Kunstwerke und NFTs, da was hatte ich jetzt gelesen? Welche Familie von einem verstorbenen Künstler hat jetzt im Keller noch welche gefunden und will daraus NFTs machen? Hattet ihr das gehört? Wer war denn das? Ja, aber dieser NFT-Hype, also ich bin da, bei mir geht das so ein bisschen vorüber. Ich bin da jetzt nicht so interessiert dran, aber es ist unglaublich, was das für Wellen geschlagen hat, wer da alles jetzt mit auf den Zug aufspringt, was für Leute da in diesem Game, diesem NFT-Game drin sind, für 100.000, für 500.000 Dollar sich so einen verpixelten Punk kaufen und irgendwelche anderen verrückten Sachen. Naja, verrückte Welt. Das ist verrückte Welt, aber es könnte sein. Also ich bin da auch sehr skeptisch und ich bin auch nicht jemand, der sich da so ein digitales Ding da für irgendwas NFT hingibt. Aber in die NFT-Kopplung in den Spielen, in der Spielindustrie, das ist realistisch. Also dort würde ich sagen, okay, das kann ich verstehen. Ne? Das könnte auch dauerhafte Zukunft haben. Ja, also ich sehe es schon kommen. Ja? Wenn wir dann später im Metaverse unterwegs sind, alle mit unserer virtuellen Brille und dann läufst du dann ins virtuelle Zuhause von jemandem, dann siehst du seine virtuellen Klamotten an seinem Avatar, die natürlich einmalig sind. Und also ich kann mir sehr gut eine Welt auch vorstellen, wo Leute wie in der echten Welt sich Markenklamotten für ihre Avatare kaufen, die als NFT dann gehandelt werden können, weil sie vom Avatar XY getragen werden. Aber die Frage ist halt, ist das eine Welt, in der wir später mal leben wollen oder nicht so? Ja. Ich weiß es nicht. Picasso, also die Nachfahren von Picasso haben irgendwelche Werke noch im Keller gefunden und wollen daraus jetzt NFTs noch machen. Aber ich muss natürlich sagen, Tor-Chain, also finde ich, einer der spannendsten und wichtigsten Entwicklungen in der Kryptobranche. Ja, Torchain ist ja letztendlich eine dezentrale Möglichkeit, Cross-Chain zu swappen, also von BTC in andere Chains und so weiter. Finde ich mega, mega spannend. Also ich glaube, da können wir noch ein bisschen was von erwarten. Gut, Abo, ihr habt ja das Kunstwerk, da wollte ich jetzt das Fass mit den NFTs nicht aufmachen, aber
Es gab jetzt, in diesem Monat gab es ein Meetup von den Darmstädter und Bonnern und die hatten sich dem Thema NFT gewidmet. Und unter anderem hatten die auch von der Gartner Group den Hype-Cycle dargestellt. Und die bringen ja jedes Jahr so einen Hype-Cycle, also so eine Welle, die nach oben geht, dann wieder ab, nach unten geht, aber nicht bis ganz runter, also so vielleicht bis 30-40%, und dann geht die so langsam nach rechts oben. Und da war NFT auf dem Berg ganz oben. Das heißt, es wird jetzt, vermute ich auch, ist jetzt ziemlich gehypt worden. Jetzt wird es dann irgendwann in den nächsten paar Jahren vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger oder ein paar Monaten. Dann wird sich das ein bisschen setzen und dann wird man da vielleicht ordentliche Anwendungen mit NFTs anbieten. Jetzt Kunst da in so einem digitalen... Also wie gesagt, Spiele, Kunst, Spieleindustrie, und dann haben wir ja auch in Immobilien. Sachsen, hat man mehr, aber was die NFTs betrifft, Gummy Link, ja, die neueste Gründung von Christoph Jentsch, hat man ja schon gesprochen, da hat er auch in dem Podcast bei Philipp Sander gemacht, Block 52, mit der Technologie von auch einem Startup aus Chemnitz, Authentic, das ist ja dort, wo du dann die physikalische Verbindung zu einem Ding in die Blockchain hast, mit diesem Aufkleber, oder wenn du das zur Tablettennachverfolgung, beziehungsweise Nike wird diese Technologie für seine Schuhe auch dann einweben, das kannst du ja drucken, und wenn es Bestandteil eines physischen Gerätes, also im Gewebe eines Schuhs drin ist, dann kannst du den da nicht verfälschen und so eine Sache. Also es findet die NFT-Technologie auch langsam seinen Weg in die physikalische Welt, langsam. Das, was du beschreibst, sind keine NFTs, das sind Refit-Chips. Nein, das sind NFTs. Sind NFTs? Ja, sie werden nach dem NFT, auch nach diesem ERC-Standard hergestellt und die sind kreiert, ja. Und dann damit sind es NFTs. Und auch in der Spieleindustrie hat man ja schon. Also ich denke, dass wir da schon drüber sind im Hype-Cycle und dass es jetzt wirklich dann schon in die Anwendung langsam kommt. Also ich glaube, dass NFTs in der Gaming-Welt, wenn Blockchain und Krypto-Gaming groß wird, es spielen so viele Menschen Spiele und diese Krypto-Games, die stehen so am Anfang, ja. Das ist ja wirklich eine absolute Nische. Wenn das mal Mainstream wird, glaube ich, dass NFTs zum Alltag gehören werden, ja, so wie wir früher unsere Autokarten getauscht haben oder Baseballkärtchen oder Pokémon oder alles da, wenn die Leute mit den NFTs in den Spielen dann hinterher Geschichten machen. Also da sehe ich extrem viel Chance, Möglichkeit, Opportunity. Ich selber bin jetzt kein Typ, der, also früher habe ich Computer gespielt, so in meinen jungen Jahren, aber ich bin da irgendwie raus so mittlerweile. Aber ich denke, da kann man mal so ein Auge drauf werfen auf diese Crypto-Gaming-Industrie. Die hat absolut Zukunft und vor allem, was ich da als Vorteil sehe bei NFTs und Crypto-Gaming, dass sie sich vom Entwicklungsgeschehen des Kryptomarktes, was diese Volatilität angeht, wahrscheinlich komplett abkoppeln werden, weil entweder bist du ein Gaming-Fan und das hat eine riesen Fanbase und die wächst mit dem Token oder halt nicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Krypto-Game so eine krasse Fluktuation sehen werden, was die Preise angeht, sondern das basiert ja dann eher auf der Community. Und ich weiß nicht, was bei Facebook, da spielen ja auch hunderte Millionen von Menschen irgendwelche Spiele auf Facebook. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Farmville, keine Ahnung, was das da alles. Klassiker, alles so gibt, Farmville, ja. Wenn das mal schön adaptiert wird auf Krypto in einer Art und Weise, die wirklich Spaß macht, engaging ist, dann sehe ich große Chance. Also bisher verstehe ich dieses mit dem Play-to-Earn, heißt es ja, das System. Genau. Da gibt es Axie Infinity, heißt das, eines der größten und berühmtesten Spiele, beziehungsweise am meistgespieltesten Spiele. Da soll es Leute geben, ja, in Indonesien, die ihren ganzen Unterhalt davon bezahlen. Genau. Nicht nur Indonesien, auch auf den Philippinen. Interessant war, das Spiel, also ich glaube, Philippinen, Indonesien, weiß ich nicht genau, aber Philippinen. Sehr, sehr viele Spieler. Ja. Und der Präsident von den Philippinen hat gesagt: Bitte macht auch eure Steuererklärung, wenn ihr dort mit diesen Spielen Token Geld verdient. Weil kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du ein guter Spieler bist und die haben da so im Schnitt so, sagen wir mal, $800 bis $1,500, die verdienen fürs Spielen am Computer, ohne Altersbeschränkungen wirklich, ja, was jeder machen kann, der ein bisschen da sich mit befasst. Ich glaube kaum, dass da die dem Wunsch des Präsidenten nachkommen werden, weil du kannst ja mit den Kryptos, die du dort verdienst, direkt in andere Sachen tauschen und irgendwelche Sachen dann kaufen. Also auch das extrem spannend, was da passiert. Ne? Kommen wir mal zum Ende von der Folie.
Also ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgezählt gehabt, warum bestimmte Sachen wertvoll sind oder wertvoll als wertvoll angesehen werden. Und ihr, liebe Zuhörer, könnt ja mal überlegen oder in die Kommentare schreiben, warum ihr Bitcoin oder Ethereum oder eine andere Kryptowährung als wertvoll erachtet, was da eure Gründe und eure Begründungen sind. Und dann würde ich an dieser Stelle das Thema schließen und zur nächsten Folie übergehen. Und da ist das Zitat des Monats, Ralf. Tja, wie gesagt, die aktuelle Situation, Corona lässt grüßen. Das, was wir derzeit irgendwie mit diesen Motivationen, nennt es die Bundesregierung oder Anna Clauterbach zum Impfen. Ein altes Zitat von, ich bin ja ein Rudolf von Mises-Fan, was die Zitate betrifft, auch sonst von einigen Ideen, die er hat. Zitat von ihm, der Staatsapparat ist ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Das Wesen der Staatstätigkeit ist, Menschen durch Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung zu zwingen oder zu motivieren, in Anführungsstrichen, sich anders zu verhalten, als sie sich aus freiem Antriebe verhalten würden. Das ist das, was wir zurzeit, glaube ich, erleben. Ein bisschen Protest gibt es auch. Das jetzt auch auf die Kryptowelt übertragen. Na, schauen wir mal. Unsere Steuergesetzgebung oder vielleicht auch die MiCA-Gesetzgebung in Europa droht eventuell dazu, wenn sie es so durchsetzen, wie sie es jetzt geplant haben, dass wir letztendlich alle Kryptos auf zentralen, kontrollierten Börsen verwahren müssen und nicht selber verwahren dürfen. Wie denn? Ja, wie denn? Wenn sie es durchsetzen, man kann so ein Gesetz erlassen, erinnere dich. In den 30er Jahren oder woanders öfters auch, wurde auch der Besitz von Gold verboten. Das stimmt, da und wussten sie aber, wer alles Gold hat und wie viel vor allen Dingen. Jetzt wissen sie ja bei Kryptos gar nichts. In Europa wird gerade ein Gesetz vorbereitet, Europäische Union. 2023 soll es aktiv werden, dass du alle deine Dinge, die dir gehören, Stadt, Land, Fluss, Gold, Krypto, angeben musst. Ja, das sind, die letzten verzweifelten Versuche eines sterbenden Systems, sich... Hoffen wir es, aber es geht sogar so weit, dass man daran nachdenkt, dass wenn du Kryptos besitzt und allein die Wertsteigerung, die du erfährst oder die es erfährt, ohne dass du es verkaufst, dass man sozusagen den möglichen Verkauf besteuern will. Ja, das gab es ja in Amerika, diesen Vorstoß. Also, ich für total... Ja. Dann machen es jetzt die Österreicher gerade besser, muss ich sagen, mit ihrem Steuergesetz. Ja, das System, also das geltende System wird versuchen, alles durchzusetzen, um sich weiter zu finanzieren, solange es nicht gestoppt wird. Absolut. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und deshalb ist aus meiner Sicht oder das Zitat von dem Rudolf von Mises sehr interessant, weil der Staatsapparat das versucht durchzusetzen, was ihm die Geldelite, die dahinter steht, nicht sichtbar ist. Wie ein Naturgesetz. Man kann das Zitat aber auch positiv sehen. Was ist denn die Natur des Menschen? In unserer Natur klopfen wir uns gegenseitig eigentlich seit unserer Geschichte nur die Schädel gegenseitig ein. Und ich finde es schon gut, dass es Gesetze gibt, die sagen, dass es nicht erlaubt ist, auf die Straße zu gehen und einfach jemanden niederzustechen. Also die zivilisatorische Decke ist dünn. Man kann dieses Zitat da natürlich positiv und negativ sehen. Zurzeit natürlich negativ. Dass es aber einen Staat gibt, der uns auch bestimmte Regeln vorgibt, finde ich jetzt nicht persönlich nicht ganz so verkehrt. Da halte ich es wie Titus Gebel von den Free Private Cities, dass er sagt, der Staat soll mich in Ruhe lassen, wenn er das Angebot, das ist ja ein Angebot für seine Bürger, macht. Also Staat as a Service, das ist ja das, was er mit seinen Free Private Cities hoffentlich in meinem nächsten Meetup oder mal besprochen, kann man auch nachlesen in seinem Buch Freie Privatstädte, dass das den Staat auf das reduziert, wofür er eigentlich mal gedacht war. Okay. Fingers crossed sozusagen. Ich möchte noch was dazu sagen, wenn ihr jetzt alle fertig seid. Also das, was du angesprochen hast, nennt sich Vermögensregister, Ralf. Und da kommen auch deine Schließfächer mit rein.
Sollte man ja auch nichts Böses dabei denken. So, und das andere, was du meinst, dass man den Staat auf seine Grundfunktion reduziert, das nennt man Nachtwächterstaat, und dass der Staat nur zwei Funktionen hat, einmal das Eigentum schützt und die Grenzen. Und aktuell erleben wir ja, und das ist ein ganz normaler Prozess, dass der Staat immer übergriffiger wird und sich noch mehr Rechte aneignet, die ihm gar nicht zustehen. Aber das ist eine längere Diskussion. Ich schlage vor, wir gehen auf die nächste Folie, sprich ich. Und da ist das Zitat von Mario. Ich habe mir eine alte Volksweisheit rausgeholt, weil ich ja vorhin schon angesprochen hatte, den Co-Founder von Quadriga, der jetzt ja auch wieder aufgetreten ist, den Michael Patron. Und zwar, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, das hat jetzt nicht viel mit Krypto zu tun, aber wie gesagt, einmal ein Scammer, immer ein Scammer. Ich fand das heute sehr passend zum heutigen Tag mit dieser News, dass da eben dieser Betrüger schon wieder Geld von Kunden in der Hand hat und eben Leute, die dafür verantwortlich waren, die das wussten, ihm trotzdem obwohl sie wussten, dass er ein Scammer ist, ihm trotzdem diese Funds in die Hand gegeben haben. Und das ist in meinen Augen was, das macht man nicht. Das ist Vertrauensverlust von allen Seiten. Genau. Passt auf, Leute. Passt auf euer Geld auf. So, mein Zitat des Monats. Ich habe da mal einen Extrakt aus dem Buch rausgenommen. Die 7 Stufen eines Imperiums. Das hat man ja heute auch hier und da wieder mit Facebook und IWF und dies und jenes. Und zwar gibt es da den Sir John Bagot Club. Der hat im Fate of Empires im Jahre 1978, also vor über 40 Jahren, also 45 Jahre, hat er 7 Thesen aufgestellt, wie ein Imperium sich entwickelt. Am Anfang ist die Zeit des Aufbruchs und der Pioniere. Dann ist das Zeitalter der Eroberung. Danach als dritte Stufe schließt sich das Zeitalter der Wirtschaft an. Darauf folgt das Zeitalter des Wohlstands. Dann folgt das Zeitalter des Intellekts als 5. Und das 6. ist das Zeitalter der Dekadenz. Und 7. ist das Zeitalter von Niedergang und Zerfall. Wer ist das aktuelle Imperium? Ralf, was schätzt du? Tja, das kommt, wo wir gerade auf dem Erdball sind, drauf an, glaube ich. Ich würde sagen, wir in Europa oder in Deutschland sind gerade irgendwo zwischen 6. und 7. China, weiß ich nicht. Ich glaube, denen geht es zurzeit ganz gut. 3., 4. oder so. Und USA? Ist er das Imperium eigentlich? Die bestimmt doch aktuell die Weltpolitik. Nach einem eigenen Selbstverständnis auf jeden Fall, ja. Ja, nicht nur nach dem, aber das ist 6., 7. wie Europa. Ja, sehe ich ähnlich. Na gut, wir sind ja Lakaien oder Vasallen des Imperiums. Na, ist so, die EU ist Vasall. Die macht das, was die Amis sagen. Und ich sehe es ähnlich. Wir sind, denke ich mal, da so im 6. noch drin, Zeitalter der Dekadenz. Und das Zeitalter des Niedergangs steht relativ nah bevor. Was meinst du, Dennis? Ja, also ich sehe uns auch da zwischen 6 und 7, einfach in diesem Übergang. Aber Ralf, du sagst ja, die Chinesen, denen geht es ganz gut. Das mag auf staatlicher Ebene vielleicht so sein, aber auf individueller Ebene, aus unserer Sicht, ist es, guck dir an, was in China los ist, letztendlich diese totale Kontrolle, kontrolle Überwachung, Social Credit Score. Ich glaube, wir befinden uns halt in diesem Übergang und dieser Niedergang und dieser Zerfall, der jetzt sich quasi durch diese Krise befeuert, jetzt bewusst herbeigeführt wird, der wird dazu genutzt werden, um halt ein neues System zu installieren und wenn es nach denen geht, halt das System, was denen so vorschwärmt. Ja? Und das ist für mich letztendlich ist der größte Widerstand hier Krypto und ich kann jedem nur sagen, Leute, Krypto ist für mich so der einzig große Hoffnungsschimmer, den ich sehe, dass wir uns ja diesem Ganzen entziehen können, unser eigenes, faires, ehrliches System aufbauen von Mensch zu Mensch, aber dass wir diesen Niedergang erleben müssen und diese Neuordnung, ja, das ist wahrscheinlich unausweichlich. Aber da auch wieder Technologie kann wie immer zwischen zwei Extremen oder für zwei Extreme genutzt werden. Nehmen wir Beispiel, was leichter verständlich ist, Atomenergie. Du kannst die Wasserstoffbombe werfen oder du kannst die Kernfusion erreichen.
Energie für fast zu null. Ne? Also das ist, Energie hat auch was mit Freiheit zu tun. Genauso jetzt im Krypto, aber das oder beziehungsweise Blockchain-Technologie. Du kannst das eine Extrem, die Individualität des Einzelnen, die Freiheit des Einzelnen, damit auch die Unabhängigkeit des Einzelnen erreichen. Auf der anderen Seite kann, wie es in China auch, da wird ja auch so eine Art Blockchain-Technologie genutzt für den elektronischen Schwan, CDBC, der jetzt scharf geschalten wird zu Olympia, beziehungsweise auch zu dem Identitätsthema, wo du dann auch diesen Social Credit Score da nutzen kannst. Also das ist dort das andere Extrem, ne? Und ich sehe das so, dass die westlichen Staaten sich jetzt auch so ein bisschen versuchen, Richtung China zu bewegen, damit the Great Reset irgendwie oder das, was da propagiert ist, umgesetzt werden kann. Ob wir uns selbst noch, also die libertäre Denkweise, die Freiheit des Einzelnen, ob wir das noch erreichen können. Ich hoffe es. Dafür versuche ich ja hier auch diesen Podcast oder das Meetup mitzumachen, um Bildung und das Volk zu bringen, um sich gegenseitig auch weiterzubilden, zu diskutieren. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das zurzeit spricht ein bisschen das gegen uns oder gegen diese Idee des Individuellen, den Individualismus stärken, Libertärfreiheit wieder nach oben zu bringen. Müssen wir schauen, wo es hingeht. Ja, wir arbeiten dran. Wir stehen am Scheideweg. Ja, das sehe ich so. Gut, kommen wir zum Ausblick. Wir haben geplant ein Tutorial mit dem Professor Dr. Falco Tappen. Da geht es um delta-neutrale Handelsstrategien im DeFi-Bereich. Ist ein sehr interessantes Thema. Deswegen, weil wir da einiges zeigen werden und auch einen Vortrag bekommen, läuft das als Tutorial. Und Mitte Februar haben wir mit dem Professor Tappen dann einen normalen DeFi-Podcast ausgemacht. Und in der Pipeline, auch eventuell für Februar, ist der Christoph Bergmann, Autor des Buchs Die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes und auch Autor des Bitcoin.de-Blogs. Yes. Habt ihr noch Sachen im Gespräch? Delta-neutral, also Omikron-lastig oder was? Nee, nichts mit Omikron. Lassen wir uns überraschen, was es ist, Dennis. Ja, ich bin gespannt. Also es ist eine sehr interessante Kiste, wo du ein festes, relativ festes Einkommen mit DeFi dir kreieren kannst, egal wo der Kurs hingeht, oben oder unten seitwärts. Absolut. Spannendes Thema. Ja. Ralf, hast du noch Sachen in der Pipeline? Nein, erstmal noch nicht. Aber wie gesagt, mit Titus Gebel habe ich schon gesagt. Ich bin noch an dem Professor Sinn dran, der auch gerade letztes Jahr ein schönes Buch geschrieben hat, aber das ist noch im Frühstadium, ihn zu gewinnen, vielleicht für den Podcast oder für den Mieter. Hans-Werner Sinn, oder was? Ja. Okay. Vielleicht noch Info mit Von Inch, mit Sergei Kunz, werden wir wahrscheinlich auch Ende März oder Anfang April nochmal ein DeFi-Gespräch machen, weil es dann da auch ein paar neue Informationen von Von Inch gibt. Gut, freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Der Serge ist immer schwer beschäftigt und immer viel unterwegs. Die haben ja auch immer mehr Traction. Also die haben ja wirklich ein gut laufendes Protokoll. Also das kann ich schon mir vorstellen, dass der Serge da immer ganz schön zu tun hat. Ne? Und die haben unseren Shieldy, unseren Anti-Spammer-Bot auf Telegram, den wir ja auch mitnutzen, haben die ja auch mit übernommen und weiterentwickelt. Ja. Genau, da hat man ja auch letztens, da können wir nochmal fragen, ob sie was Neues dazu haben, weil das hat man ja letztes Jahr schon beim letzten Interview mit dem Serge besprochen, da war das ja schon live. Aber sind auch einige Sachen, über die wir letztes Jahr gesprochen haben, eben jetzt auch implementiert worden auf der Seite. Also genau. Ja, da haben wir das sozusagen für heute fertig. Dann wird man noch unsere Erreichbarkeiten. Also Leute, ihr könnt euch die volle Ladung DeFi jetzt auf unserer Homepage geben, www.defi.jetzt. Wir sind natürlich auch bei Telegram, @defi_jetzt. Oder wenn ihr Fragen habt zum Beispiel oder Anmerkungen, zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, die der Thor euch ja vorhin gestellt hat, was ist für euch wertvoll, kommt doch gerne zu uns in den Chatkanal, in Telegram defi_chat. Und ansonsten hören und sehen könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt und sehen dann eben bei YouTube zum Beispiel. Der Thor hat auch noch eine
eine Plattform auf Hive und auf Getter uns aufgebaut. Da ist es @bc-i für Hive und auf Getter hat er seinen eigenen Benutzer benutzt, der Tor, den Tor Alex, Tor_Alexander. Also da könnt ihr nicht nach defi.jetzt suchen, da müsst ihr nach dem Tor schauen. Besucht uns gerne, hört gerne wieder rein, auch beim nächsten Mal. Und ja. Dennis, danke, dass du da warst.